Ich freue mich heute ganz besonders, den Schauspieler Matti Wien begrüßen zu dürfen. Lieber Matti, kannst du dich noch an deinen ersten Theaterbesuch erinnern? War ich mit meiner Mutter und mit meinem jüngeren Bruder im Maxim-Gorki-Theater in der Aufführung Die kalifornische Ballade. Und mein Vater spielte die Hauptrolle und der musste am Schluss sterben. Und da wurde ein Grabstein vor ihn gestellt, sodass man ihn nicht mehr sah. Aber ich sah ihn noch, während mein jüngerer Bruder ihn nicht mehr sah. Und fürchterlich anfing zu weinen, weil er dachte, Papa ist jetzt tot. Und ich sah aber von der Seite, wie er seinen Arm hob und in der Nase popelte. Und da habe ich mir gedacht, nee, da kann er ja nicht tot sein. Und da habe ich gemerkt, dass da mir irgendwas Interessantes vorgegaukelt wird. So kann ich das einfach nur. Und das hat mich fasziniert, hat mich interessiert. Wir waren auch als Kinder viel im Theater, Maxim-Gorki-Theater, irgendwelche Kinderfeste, Weihnachtsfeiern oder 1. Mai feiern, die fanden ja dann immer in den Theatern statt. Das war immer sehr, sehr schön. Ja, und dann kam wohl der Wunsch, selbst Schauspieler zu werden. Oder haben deine Eltern gesagt, lern erstmal was Anständiges? Natürlich haben sie das gesagt. Und dem spielte ja die Gesetzgebung zu, weil man musste vor dem Studium ja einen Beruf lernen. Und da habe ich den Beruf des Theatertischlers erlernt. Und mein Meister hat immer gesagt, Mensch, Matti, muss denn nicht sein mit der Schauspielerei? Bist doch so ein guter Tischler. Nach der Lehre bist du dann gleich an die legendäre Ernst Busch gegangen? Ja, ich habe von 84 bis 88 studiert und hatte das große Glück, schon im zweiten Studienjahr am Berliner Ensemble in die Inszenierung von Christoph Schroth reinzukommen, Blaue Pferde auf rotem Grat, also mein gesamtes Studienjahr. Und also sehr praxisverbunden, wie man damals gesagt hat. Und da ergab sich so eine Beziehung auch zu Christoph Schroth. Und der hat mich dann auch sehr früh im Schweriner Theater dann eingesetzt. So dass ich also schon sehr früh, schon innerhalb des Studiums viel gespielt habe am Theater. Und dann bin ich ins Berliner Ensemble gegangen, weil Christoph Schroth da auch Oberspielleiter geworden ist. Und da gab es dann die Uraufführung von Rotta von Thomas Brasch. Und das lief aber nicht so gut für den Christoph Schroth da, kulturpolitisch, senatspolitisch und so weiter. Und da bekam ich ein Angebot aus Nürnberg, weil ein Dramaturg dahin ging als Chefdramaturg und mich gefragt hatte. Und da habe ich ja gesagt. 1993 ging es dann nach Cottbus, ans Staatstheater Cottbus, wo auch wieder Christoph Schroth die Intendanz übernommen hat und mich engagiert hat. Und da war ich von Spielzeit 93, 94 bis 98 in Cottbus. Aber natürlich hattest du noch einen Koffer in Berlin zu stehen und bist nicht nur zum Theaterspielen in die Stadt zurückgekommen. Berlin war immer Lebenszentrum. Also das andere waren immer Außenstellen, aber Berlin war immer Lebenszentrum, Familie und so weiter. Ja. Und 2000 kam dann aus Berlin ein Anruf, in einem neu gegründeten Theater in der ersten Produktion gleich die Hauptrolle zu spielen. Ja, dann im Jahr 2000 erreichte mich ein Anruf und der sagte, hast du Lust, da wird in Berlin ein neues Theater aufgemacht und hast du nicht Lust da zu spielen? Und da fragt man natürlich erstmal, naja, was ist denn das und so. Und da sagt er, Kriminaltheater und erzählte mir von dem Stück, was er inszenieren sollte als erstes, womit es eröffnet werden sollte. Und das Stück habe ich gelesen und war von den Socken. Weil sowas hatte ich bisher noch nicht, ist mir noch nicht untergekommen. Also wo man als Schauspieler 8 verschiedene Rollen spielt. Also unter anderem auch 2 Frauen und ja. Und da habe ich sofort zugesagt und bin seit der Eröffnung im April 2000, 13. April 2000, bin ich dabei. Ja, das waren die 8 Millionäre. Matti Wien, Schauspieler der ersten Stunde im Berliner Kriminaltheater. Und welche Stücke folgten dann? Also die 8 Millionäre, dann kam die Mausefalle, dann kam Baskerville. Also letztendlich bin ich ja jetzt in allen Stücken drin. Dann fragen wir mal nicht nach den Rollen, wie viele Rollen du schon gespielt hast. Nee, das war. Und neben dem Kriminaltheater war ich auch immer mit unterwegs mit der Vera Öschlegel, mit dem Theater des Ostens, was ein reines Tourneetheater war, was immer im Frühjahr und im Herbst so für, 1,5 Monate durch die Lande zog und gespielt hat.
Und nebenbei habe ich ja auch mal inszeniert. Und was ist dein nächstes Stück, was du planst? Der Zinker von Edgar Wallace. Kannst du darüber schon etwas berichten? Ich bin auch so am Sammeln und gucken. Das wird draußen sein. Das ist geplant für die Bespielung von dem Burghotel in Strausberg. Aktuell hast du ja auch die Rolle des Krankenpflegers Tom Schadig in dem Erfolgsstück Der Seelenbrecher übernommen. Und in dieser Rolle berlinerst du sehr stark. Pflegst du auch privat diesen Dialekt? Nee, in der Rolle als Seelenbrecher. Nur ich bin Berliner zum ersten Mal habe ich gedacht, den spielst du mal in deinem Heimatdialekt. Und das macht mir sehr viel Spaß. Weil, wie gesagt, das habe ich noch nie gemacht. Und ich merke, dass das was über einen erzählt. Also ich bin ja groß geworden an der Schauspielschule, auch mit den Begriffen sozialer Gestus und soziale Herkunft und so weiter. Und ich denke, dass jetzt schon ziemlich genau anzusiedeln ist. Das sagen mir auch oft so Leute, Publikum, die sagen, Mensch, ist ja toll, wie sie das machen und so. Ja, der ist so ein bisschen bodenständig. Aber mir macht das großen Spaß, sowas mal im Berliner Dialekt zu spielen. Ist auf der Bühne ein ganz anderer Mativin zu sehen oder ist doch sehr viel von Mativin in den Rollen enthalten? Also ich finde, man sollte immer auf der Bühne immer von sich ausgehen. Man sollte nie irgendwie was vorgeben oder sich aufsetzen oder so. Man sollte immer aus sich die Dinge, die Rolle irgendwie bei sich suchen und da immer was anpappen. Das ist meine Sicht auf eine Findung von Rollen und auch auf den Beruf. Kannst du heute Kindern und Jugendlichen den Ratschlag geben, Schauspieler zu werden? Erstmal ja, natürlich. Natürlich, aber der Beruf ist schwer geworden in der heutigen Zeit. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und das Wichtigste ist, dass man ein gutes Handwerk vermittelt bekommt. Also Sprache, Körper, Ethik, was den Beruf anbelangt, das halte ich für sehr wichtig. Dann ist wichtig, auf welche Schule man dann geht, um das beigebracht zu bekommen. Aber sagen wir mal so, ich würde jetzt nicht so wahnsinnig dazu raten, weil ich weiß, wie schwer der Beruf sein kann und wie viel Durststrecken da dazwischen liegen und wie das auch finanziell aussieht. Also ja, da müsste sich auch insgesamt ein bisschen was ändern. Weil in unserem Beruf haben wir eigentlich gar keine Rechte. Und selbst das einzige Recht, was wir haben, wenn man 15 Jahre an einem städtischen Theater engagiert ist, dass man dort unkündbar ist, selbst das wird heutzutage ausgehebelt, indem man dann ein Jahr vorher gekündigt wird und dann fängt das wieder neu an. Also da, ja, es ist halt, es ist wirklich schwer. Schwer. Schwerer Beruf. Ja, lieber Martin. Zum Schluss unseres Gespräches. Was wünschst du dem Berliner Kriminaltheater zum 15. Geburtstag? Ja, pass auf, folgende Ding. Ich finde das ganz toll, was die Bena auf die Beine gestellt haben. Also Rumpf und Seppelt. Großartig in Zeiten, wo Theater geschlossen werden, so ein Ding aufzuziehen. Und das steht jetzt schon seit 15 Jahren und das finde ich ganz großartig. Und weiter so. Lieber Mativin, herzlichen Dank für das wunderbare Interview.